Bernd Schulz, der Präsident des Berliner Fußballverbandes, zieht bestimmt gern ein Resümee. Zwei Fußballtage hier in der Max-Schmeling-Halle und heute Regionalliga-Oberliga-Hallenturnier. Ihr Urteil? Ja, ich denke, es war eine gute Entscheidung, mit dieser Veranstaltung hierher zu gehen. Es ist ein schöner Abschluss eines langen Turnierwochenendes. Ich denke, wir haben insbesondere ab Halbfinale guten Fußball gesehen hier heute von hervorragenden Mannschaften mit einem am Ende vielleicht glücklich, aber nicht unverdienten Sieger Lichtenberg 47. Es war ein kleines Risiko, hörte ich, finanzieller Art. Was sagen Sie dazu? Ja gut, das muss die Oberliga AG entscheiden letztendlich und beurteilen. Klar sind die Kosten hier höher als in der Semmeringhalle. Das ist bekannt, das ist auch vorher so kommuniziert worden. Nun muss man schauen, wenn man einen Schlussstrich zieht, ob es sich gerechnet hat. Ich denke, die Räumlichkeiten sind gut geeignet, sind auch dieser Spielklasse angemessen. Aber die Entscheidungen müssen letztendlich die Verantwortlichen in der Spielklasse treffen. Was sagen Sie zum Niveau der Spiele? Es waren ja torreiche Begegnungen dabei, insbesondere in der Vorrunde. Auch im Halbfinale dann ein hohes Niveau, aus meiner Sicht. Das Endspiel, na, Victoria, der Titelverteidiger hat es nicht geschafft. Lichtenberg 47 gegen Union, Ihr Urteil? Ja gut, es war ein gutes Finale, wobei man verlängert wenn die Spielzeit auf 2x10 Minuten heute. Gab es dafür eigentlich keinen Grund, insofern die Spielzeit zu verlängern. Aber gut, es war ein spannendes Finale. Auch 0-0-Spiele in der Halle haben einen gewissen Reiz, haben ihre Spannung. Dafür gab es ja noch ein tolles 9-Meter-Schießen. Also insofern, Publikum, was willst du mehr? Ich denke, ein runder Fußballnachmittag, der hier zu Ende geht. Insofern, man kann da ein sehr positives Resümee ziehen. Also durchaus Lob an den Veranstalter. Danke, es wird im nächsten Jahr dann wahrscheinlich, geben Sie mal eine Prognose ab. Ja, ich würde es mir wünschen, aber ich habe es nicht zu entscheiden. Insofern, ich würde sehr hoffen, es gäbe eine Fortsetzung im nächsten Jahr. Vielleicht sieht man sich nächstes Jahr hier wieder, Christian.